Wir müssen sofort mit Khan reden. Aber Khans Stimme, Jacks Stimme, ist ja meine Stimme. Obwohl meine Stimme hätte viel mehr Vocal Fry, als was er seine Stimme drinnen hat. Aber die Servomotoren werden wir nicht finden, da sie nicht markiert werden auf der Karte. Deswegen wird wieder geredet. Im friedlichsten Let's Play von jeder Fraktion wahrscheinlich. Ich sehe, Bahadur hat euch zu einem unserer Vandalen ernannt. Eine gute Entscheidung, diese Ehre anzunehmen, Herr. Was kann ich für euch tun? Mordrak ist tot. Ich brauche einen Ersatz. Mordrak? Habt ihr ihn getötet? Ja. Gut. Gut. Das bedeutet, der Stillstand ist aus dem Gleichgewicht geraten. Ihr werdet einen Ersatz für ihn finden müssen. Habe ich das nicht gerade gesagt? Ja, entschuldigt, Herr. Habt ihr schon eine Idee, wer als Mordraks Ersatz in Frage kommen könnte? Ich hatte gehofft, du könntest mir das sagen. Danke für euer Vertrauen, Herr. Ich habe durchaus einige Vorschläge für euch. Eine Wahl, die mit Sicherheit in Bahadurs Interesse wäre, wäre wohl Marat. Er ist ein Resistenter, der sich bereits bewiesen hat. Ich bin sicher, er hätte keine Probleme damit, den Posten in der Blutzisterne zu übernehmen. Marat also. Ist er der Einzige, der deiner Meinung nach für die Aufgabe in Frage kommt? Also, sagen wir mal so. Ein gemeinsamer Freund hätte bestimmt auch noch eine Idee, mit wem diese Stelle besetzt werden könnte. Ich wusste nicht, dass wir gemeinsame Freunde haben. Ich rede von Lazar. Ihr wisst schon, unsere Freunde in den Tunneln. Woher weißt du davon? Zu viele Ohren, Herr. Lasst uns nicht darüber reden. Geht zu ihnen. Ich bin sicher, Lazar hat eine bessere Idee, wer den Posten bekommen sollte. Marat steht in jedem Fall nicht auf unserer Seite. Ich hoffe inständig, ihr trefft die richtige Entscheidung. Warum sagst du es mir nicht, wenn du dich eh auskennst? Wie kann es sein, dass ausgerechnet du zu den Anhängern Kritons gehörst? Du warst doch mal die Stimme Khans. Wisst ihr, Khan war nicht der Morkon, der er nach außen zu sein schien. Es gab Gründe, warum er so wenig gesprochen hat. Und die hatten nichts damit zu tun, dass er Ravak gefallen wollte. Aber er ist in die Stille gegangen und andere Dinge sind wichtiger. Ihr müsst euch um einen Nachfolger für Mordrak kümmern. Wenn ihr eine Wahl getroffen habt, gebt mir Bescheid. Ich werde dann alles Weitere in die Wege leiten. Oh, warum sagst du es mir nicht? Wenn sie haben wollen, ich will nicht den ganzen Weg rennen, verdammt. Ai, verdammt, wo musste ich dann noch schnell lang? Irgendwelche Tunnel. Okay, hier runter waren wir. Dann bei dem Lager vorbei. Dann nach Dass er über links, da nach links. Oh, das ist wieder ein breiter Weg. Das ist das, was wir ihm vorsahen. Ihr wisst schon, gegangen ist. Warum fluche ich nicht einfach? Dass man die ganze Zeit hin und her rennen muss zu den ganzen Missionen und mit 10 verschiedenen 1000 Leuten reden muss. Ich bin Morkon, ich kann fluchen, oder? Fluchen Morkons? Hey. Bogo. Ich hoffe, dir ist niemand gefolgt. Ist doch egal. Nicht. Dann nehmen wir halt den Schwefel hier unten für meine Schrotflintenmunition. A little bit of Borgo. And you're alive.
Bist du allein hier unten? Was war's? Ich suche einen Nachfolger für Mordrak. Ich habe schon gehört, dass du diesen Sadisten aus dem Leben getreten hast. Ich muss schon sagen, Respekt. Hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Und natürlich musst du jetzt den Stillstand wahren. Typisch, kein Vertrauen. Aber gut, Bahadur hat dir bestimmt bereits jemanden vorgeschlagen, der als Mordraks Nachfolger geeignet wäre, oder? Meine Stimme hat gesagt, dass Bahadur mit Sicherheit Marat als Nachfolger akzeptieren würde. Bei Kriton, bitte nicht. Da lasse ich mich lieber von einem Felsbrocken erschlagen. Lass mich mal überlegen. Wir könnten deine Stimme dazu machen, aber ich glaube kaum, dass sie das will. Dimitri wäre auch eine Option. Er ist eine der Torwachen. Kennst du ihn? Ja. Er gehört auch zu uns. Wenn er die Blutzisterne leitet, könnte er mit Sicherheit viel Gutes bewirken. Aber ich denke, du wirst ihn überreden müssen, diesen Posten zu übernehmen. Das bekomme ich schon hin. Gut. Allerdings solltest du wissen, dass das Bahadur mit Sicherheit nicht gefallen dürfte. Wieso? Dimitri ist einer der Abwerber und Bahadur ist ein Resistenter. Es könnte gut sein, dass er deinen weiteren Weg bei den Morkons blockieren wird, wenn du ihm keinen Resistenten als Mordraks Ersatz bringst. Aber das soll dich nicht aufhalten. Falls es dazu kommt, kann ich dir eine andere Option anbieten. Ich kenne einige Outlaws, die jemanden wie dich liebend gern bei sich aufnehmen würden. Hättest du Interesse daran, einer zu sein? Warte, was? Ich dachte, ich kann nur über die Berserker beitreten. Warum? Was? Ihr macht gemeinsame Sache mit den Outlaws? Ja, schon länger. Wir bewundern sie für ihre Freiheit. Sie können tun und lassen, was sie wollen, ohne dass sie jemandem Rechenschaft schuldig sind. Sie versorgen uns mit Informationen über die Außenwelt und wir beliefern sie mit Waren der Morkons, an die man normalerweise nicht so leicht herankommt. Also, wie sieht's aus? Möchtest du ein Outlaw werden? Nein. Nein. Ich habe kein Interesse daran, Outlaw zu werden. Dann solltest du vielleicht Marat als Nachfolger für Mordrak vorschlagen, auch wenn ich entschieden dagegen bin. Dimitri ist die bessere Wahl. Du würdest deinen Stand bei den Morkons nicht verlieren, sondern im Geheimen den Outlaws beitreten. Du wärst weiterhin ein Morkon. Also bitte, überlege es dir noch einmal. Alles hängt davon ab, wem du diesen Posten gibst. Lass mich klar und deutlich sagen. Gibst du Dimitri den Posten, würde uns das sehr gefallen. Aber Bahadur könnte dir gegenüber skeptisch werden. Gibst du Marat den Posten? Naja, wir werden sehen. Ich halte dich eigentlich nicht für jemanden, der einem wie Marat diesen Posten anvertraut. Wir sehen uns wieder, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Okay, ich sehe. Da schläft eine Wache bei dir unten. So. Ich werde es nicht Dimitri dann geben, ich will ja Morkons weitermachen. Also kann ich der Stimme geben, vielleicht ist das der Mittelweg. Ups! Ein bisschen zu weit geflogen. Muss ich dann noch ein zerstörerisches Let's Play machen? Ich dachte nicht, dass ich von den Morkons aus den Outlaws beitreten kann. Das hilft mir bisher aus der Rechnung. Okay. Boah. Ich werde aufgezwungen, wenn ich Dimitri die Rolle gebe, dass ich den Outlaws dann beitrete. Weil ich als rechte Hand Bahadur missfallen werde. Und so muss ich fast den anderen nehmen. Ah, Vandale. Vielleicht mache ich einfach beides dann. Jo. Wegen Mordraks Nachfolger. Habt ihr euch bereits entschieden? Ich empfehle, mit den Kandidaten zu sprechen, bevor ein voreiliger Entschluss gefasst wird.
Ich will, dass Marat den Posten bekommt. Habt ihr ihn denn gefragt und hat er zugestimmt? Nein, noch nicht. Dann geht und sprecht mit ihm. Oh, wirklich. 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 Wo ist er denn? Ja. Was müsste Dimitri sein? Ist er unten in der Bar und betrinkt sich? Natürlich ist er das. Jo, Marat. Ich suche einen Nachfolger für Mordraks Posten. Für die Herrschaft über die Blutzisterne? Ja, genau. Und da denkst du an mich? Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht. Ich habe dich für einen ungläubigen Ketzer gehalten. Aber mit mir triffst du die richtige Wahl. Natürlich sagst du das. Natürlich sagst du das. Ich habe einige Fragen an dich, wenn du Mordraks Posten übernehmen willst. Ich bin sicher, ich kann sie zu deiner Zufriedenheit beantworten. Wie würdest du diejenigen behandeln, die zu dir in die Blutzisterne gebracht werden? Ohne Gnade. Ich würde in Zarinas Willen handeln. Sie ist die Stimme Ravaks. Und wenn Ravak denkt, jemand hat sich ketzerisch verhalten, dann muss er bestraft werden. Ich bin sicher, ich wäre ein würdiger Nachfolger Mordraks. Du würdest also ohne zu hinterfragen alle Leute foltern, die zu dir in die Zisterne gebracht werden. Ich foltere nicht. Ich würde ihnen helfen, wieder ihren heiligen Pfad zu finden. Auf dass sie wieder wahre Diener des Stillstandes werden. Ich denke, du weißt, was du von mir wissen musst. Ich freue mich schon, von deiner Entscheidung zu hören. Ravak sei mit dir. Ah, ja. Bisschen foltern. Das wird dir auch nicht vernichten. Die Morkons. Alles klar. Baturga. Mal eigenen Namen. Okay. Das ist anscheinend die Lösung jetzt. Marat zu befördern. Wegen Mordraks Nachfolger. Habt ihr euch bereits entschieden? Ich will, dass Marat den Posten bekommt. Habt ihr ihn denn gefragt und hat er zugestimmt? Ja. Gut, wenn dies eure Entscheidung ist, soll es so sein. Ich werde Bahadur aufsuchen und sie ihm mitteilen. Am besten begleitet ihr mich. Okay. Na, ich weiß nichts. Ich hoffe nicht, dass das wirklich die letzte Mission hier drinnen war und dass ich dann schon die große Mission die große Morkons-Rüstung bekomme. Da hätte ich mir mehr Tiefe dann erwartet, aber... Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Was soll das heißen? Was ist Unrat? Oh. Wenn anders auch mitnehmen kann. Aber ich habe keine Ahnung, auf was ich mich da einlassen werden würde, wollen würde, werde. Ah, du bist es. Hat er sich also entschieden? Ja, der große Jax hat eine Wahl getroffen. Er hat sich für den Ravak-gefälligen Marat entschieden. Ah, ich sehe. Jax hat eine weise Wahl getroffen. Du kannst gehen. Ich muss mit ihm allein sprechen. Ich gratuliere zu deiner hervorragenden Wahl. Marat wird einen würdigen Nachfolger Mordraks abgeben. Dann ist es jetzt soweit. Du hast den Stillstand gewahrt und Kahns Segen auf deiner Seite. Ich will dir erneut mein Angebot aussprechen. Willst du die Ehre annehmen und meine rechte Hand werden? Ja, ich bin bereit. Ich habe nicht weniger von dir erwartet. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, den Schwur zu empfangen.
Ich sage dreimal ja. Oh, Mist. Das ist wirklich schon das Ende. Wir müssen leveln. Wir müssen Speed leveln. Mir fehlen drei Levels, oder? Stufe 27. Ach, Gott, damit. Sechste Macht. Machen wir die Hauptmission in der Missionzeit. In der Zwischenzeit. Da kriegen wir schnell Level-Ups. Okay. Für die Level-Ups. Wer ist der Typ da drüben? Safte Landens, nicht sanfte. Okay. Gib mir Erfahrung. Verdammt nochmal. Oh, Erfahrung. Damit hätten wir nun mehr. Die sechste Macht hat ihre Reife. Blub, 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 blub. Es ist noch ein langer Weg, der vor. Das hat Commander, eine weitere. Ja, das ist toll. Ja, ich weiß. Nein, wir müssen noch. Was? Fox hat sich von der Truppe entfernt? Nee, ich weiß, Crony. Unterbrich mich bitte nicht. Jetzt. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Infektion zwangsläufig. Ich noch eine Katze hin. Ah ja, diese Dinger hier. Überspringen. Du redest zu viel. You talk too much. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Hey, hör zu. Ja, verstehe. Machen wir natürlich dann. Natürlich machen wir das dann. Blub, 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 blub. Hör mal! Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Ja, ich weiß. Ich weiß, wir wollen nur Erfahrung. Okay. Blub, 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 blub. Wir werden angegriffen. So. Ein One-Shot von dem Typen da unten. Das wird krass. Mir gefällt es nicht mehr, One-Shot zu sein. Ruhig Blut, Diag, ruhig Blut. Wir gehen zuerst essen. Oh, warte mal. Oh, Jack. Cool. Ich bin viel mehr One-Shot und ich habe keine Effekte dafür. Wir können lassen. So. Verdammt. Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Die Morkons sind wirklich friedlich. So. Okay. Wir schalten zuerst die Großen da aus. Halten Abstand.
für null Vorteile mir alles Schlechte reingegönnt. Und null Vorteile. Gute Arbeit. Ist gerade die Musik so ruhig. Macht das Team schon alles kaputt? Die Dinger müssen wir zuerst ausschalten. Aus der Distanz. Wichtigste. Wir sind nutzlos mit unseren Fähigkeiten. Oh. Und ich dachte, die Kleriker und Alf-Fähigkeiten gefallen mir nicht. Die Morkons sind mir. Liegen mir noch weniger. Schrott. Okay, Crony. Lass uns die restlichen ausschalten. Ha! Keine Reichweite, ha? Too bad. Was hast du gerade geschossen? Also, ich schätze, ich werde die Roboter-Missionen machen. Schauen, dass ich Level 30 bekomme und dann die Victor-Missionen noch machen. Und das war's dann mit dem Walken Let's Play, das anscheinend ziemlich schnell vorbei ist. Wenn die Berserker dann nicht länger dauern. Gott sei Dank habe ich es mir schwieriger gemacht. Mit wem reden wir hier oben? Mit ihm wieder. Ich gehe dann mal looten und verkaufen in der Pause. Das war knapp. So fühlt sich das also an, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Ah, du hast ja keine Ahnung. Ja, Cutscene Jones. Blöp. Wir haben alles schon durchbesprochen. Wir wissen es. Ja. Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Ich bin schon einen Level up bekommen. Verdammt! Nicht mal ein Level up. So, Nesti, komm, du wirst hier mit mir reden. Hey du, wie sieht's dir? Ich will den Berserkern einen Besuch. Zerstörung zu hoch. Von mir aus kannst du dir alleine den Schädel einschlagen lassen. Ich werde deinen merkwürdigen Plan nicht weiter unterstützen. Was denn? Jetzt, wo es spannend wird, ziehst du den Schwanz ein? Okay, wie du willst, dann eben nicht. Ich werde die Sache schon selbst auf die Reihe kriegen. Also dann, ciao, wir sehen uns. Oder auch nicht. Tschüss. Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tihalk. Er ist ein guter Feldherr und... Blub. Offenbar willst du uns allen den Gefallen tun und dich deaktivieren. Es wird turbulenter, würde der Volksmund sagen, nicht wahr? Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im... Du trägst die Bürde als Mann. Woher willst du wissen? Ich weiß es nicht. Also, wenn... Ich habe die letzte Zeit wenig Zuspruch oder Unterstützung von deiner Seite erfahren dürfen. Ich beginne darüber nachzudenken, ob es eine gute Idee ist, dir noch weiter zu folgen, wenn dieser Zustand so bleibt. Ich bin ein Morkon, ist mir doch egal. Nee, tut mir leid, Frank, ich hol dich schon wieder. So, Frank, nein, bleib. Frank! Hör auf, durch Monster durchzugehen. Und ja, ich weiß, dass du Falk heißt. Mitkommen. Mitkommen. Selbstverständlich. Oh. Sorry, dass ich dich Frank genannt habe vorhin. Oh. Ich gehe looten und verkaufen. Episode vorbei.